Bundesliga-Taxi, wo darf's denn hingehen? Also, am besten nicht in die zweite Bundesliga. Okay, also, wohin jetzt? Du kannst ruhig einfach stehen bleiben. Wir wollen nur einfach nicht mehr weg von hier. Fürth, so funktioniert das hier nicht. Ach, echt schön hier. Was? Ich hab auch noch andere Fahrgäste. Du musst mir schon sagen, wohin. Oh, ja, natürlich. Nur nicht in die zweite Bundesliga. Der Rest ist mir egal. Eieiei, Fürth, ihr habt aktuell 5 Punkte, Mann. Ja? 5? Ja, 5. Ist doch gut, oder? Digga, Fürth, da fahre ich über 2 rote Ampeln und dann habe ich schon mehr Punkte als du. Echt, das geht? Was? Nein, die Punkte bleiben dann bei mir. Oh, schade. Und wohin fahren wir jetzt? Bis du dich angeschnallt hast, fahren wir mal gar nicht, ja? Ach so, ja, klar. Moment. Ist das so richtig? Digga, Fürth, ja, das habe ich vergessen. Was? Das gleiche Problem wie bei Schalke letztes Jahr. Aha, und welches? Das ist ein 3-Punkt-Gurt. Damit kannst du dich ja nicht auskennen. Ach so, ja, stimmt. Wobei, ein Spiel haben wir schon gewonnen. Super, Fürth. 1 von 17. Einfach noch schlechter als Schalke. Wir schaffen das. Du wirst schon sehen. Ja, klar, Fürth. Wahrscheinlich. Was meint ihr? Gelingt uns noch das Wunder von Fürth? Oder geht's für das Kleeblatt schnurstracks wieder in Liga 2? Update. Mittlerweile hat Fürth 10 Punkte. Das schreit wohl nach einem zweiten Bundesliga-Taxi-Video.